Wir reden nicht mehr von einem Gesundheitswesen, wir reden inzwischen von einer Gesundheitswirtschaft. Allein da müsste es ja bei uns schon mal klingeln, wohin man das Gesundheitswesen gebracht hat, dass die Privatisierungen immer mehr werden und wirklich, das ist unser Slogan, es ist zwar ein linker Slogan, aber mittlerweile ist es auch unser Slogan, dass man sagen muss, nein, stopp, wir wollen keine weiteren Privatisierungen, denn Gesundheit darf nicht zur Ware werden. Öffentliche Verkehrsmittel waren toll. Jeder fand die Eisenbahn und öffentliche Verkehrsmittel total geil. Und dann hat irgendein Arschloch das Auto erfunden. Das hat er wirklich so gesagt, war leider nicht öffentlich. Ja. Ich glaube, das Schimpfwort hat er jetzt nicht verwendet, aber er hat so in die Richtung gesagt. Ja. Er hat auch nicht Depp gesagt, also lief in die Richtung. Fakt ist, mit dem Auto haben wir etwas erreicht. Mit dem Auto haben wir erreicht, dass auch Menschen mit nicht so hohem Einkommen praktisch eine unendliche Freiheit genießen können. Und diese unendliche Freiheit, sich ins Auto zu setzen, heute Abend, nach dieser Veranstaltung, warten Sie die Fragerunde noch ab, nach dieser Veranstaltung sich ins Auto zu setzen und nach Portugal zu fahren. Liebe Mitglieder, liebe Gäste, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch ich möchte Sie noch mal herzlich begrüßen und freue mich, dass Sie so zahlreich gekommen sind. Es gehört ja mittlerweile Mut dazu, zu einer AfD-Veranstaltung zu kommen. Und Sie haben diesen Mut bewiesen, Sie haben sich nicht abschrecken lassen. Und dafür danke ich Ihnen wirklich von ganzem, ganzem Herzen. Ich wollte eigentlich das Thema Corona gar nicht mehr ansprechen. Das habe ich nämlich bei den letzten Veranstaltungen auch nicht getan, aber hinterher bei den Diskussionen immer wieder erfahren, dass es nach wie vor einen Großteil der Bevölkerung sehr stark interessiert, sehr stark beschäftigt und viele von uns sehr schwer traumatisiert hat. Ich habe das gar nicht für möglich gehalten, weil ich immer dachte, ja, Corona ist doch für die Leute eigentlich vorbei. Corona ist nicht vorbei. Das habe ich festgestellt. Und am meisten wurde an mich herangetragen, was die Menschen am schlimmsten fanden, das war einmal die Behandlung der Kinder, der Maskenzwang, der Testzwang, die Isolation und dann auch die Isolierung von den Angehörigen, wenn sie ins Krankenhaus gekommen sind oder in Pflegeheimen waren oder sogar, wenn kein Abschied möglich war in der Stunde des Todes. Das alles hat die Menschen dermaßen traumatisiert, dass sie bis heute nicht darüber hinweggekommen sind. Das wird mir wieder gespiegelt. Und deshalb habe ich mir lange darüber Gedanken gemacht, wie können wir das heilen? Ich glaube, wir können das tatsächlich nur heilen, diese Situation, indem wir diese ganze Zeit nicht nur die Corona-Maßnahmen, natürlich auch die, ich habe mal von der Vergewaltigung gesprochen, durch den Druck auf die Menschen, sich diese Impfung geben zu lassen, indem wir das alles wirklich aufarbeiten und vor allen Dingen die Verantwortlichen auch zur Rechenschaft ziehen. Ich glaube, erst dann werden die Menschen ihren Frieden finden können. Und wie viele von Ihnen wissen werden, haben wir mit der Aufarbeitung begonnen. Wir als AfD-Bundestagsfraktion, also wir sind jetzt eine Ebene unter dem EU-Parlament, wir haben dieses schöne, wunderschöne Corona-Symposium gemacht, 2 Tage Anfang November im Berliner Bundestag. Wir haben wirklich hochrangige Wissenschaftler gehabt, und zwar die kritischen Wissenschaftler, nicht diejenigen, die von Herrn Lauterbach ausgesucht wurden, sondern diejenigen, die auch wirklich Experten auf ihrem Gebiet sind und die sich von Anfang an sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt haben. Und ich denke mal, einige von Ihnen haben es gesehen, aber alle, die daran teilgenommen haben, die waren absolut glücklich. Also es war eine so gelungene Veranstaltung, es war eine hochemotionale Veranstaltung und auch da hat man gemerkt, die Leute brennen drauf, sie wollen diese Zeit aufgearbeitet haben und vor allen Dingen wollen sie eine solche Zeit nie wieder erleben. Aber Christine, du hast es schon richtig gesagt, Herr Lauterbach spricht jetzt schon davon, die Pandemien werden nicht aufhören, im Gegenteil, wir werden immer wieder neue Pandemien erleben und genau deshalb will man ja jetzt dieser WHO mehr Macht geben. Aber dazu komme ich später nochmal. Also wir als AfD-Fraktion haben mit der
wissenschaftlichen Aufarbeitung in Bezug auf Gesundheit und alle Themen ringsherum begonnen. Und kurz danach, vielleicht wissen Sie das auch, gab es einen Beginn der juristischen Aufarbeitung. Und zwar hat eine große Gruppe von Juristen unter dem Rechtsanwalt Ralf Ludwig in Karlsruhe eine Anklageschrift eingereicht. Und zwar wurden alle Abgeordneten, die damals für die Impfpflicht gestimmt haben, wurden angeklagt wegen des Verbrechens gegen die Menschlichkeit. Und ich finde, das ist richtig. Genau sowas war es. Ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Klage wurde angenommen. Also man hat jetzt so ein, wie nennt man das, ein Aktenzeichen bekommen. Was daraus wird, werden wir sehen. Ich bin skeptisch, ich habe kein großes Vertrauen mehr in unsere Gerichtsbarkeit, das muss ich leider auch mal so deutlich sagen. Christine hat es schon richtig gesagt, wir haben eigentlich bisher nur einen groben Entwurf des WHO-Vertrags. Wir wissen noch nicht genau, was dann letzten Endes im Mai abgestimmt werden soll. Das Gleiche betrifft die internationalen Gesundheitsvorschriften. Alles, beides soll beraten werden im Mai. Und eins steht jedenfalls schon fest, die WHO soll nicht mehr nur beratend, empfehlend tätig sein, sondern viel mehr Kompetenz bekommen. Sie soll also viel mehr Macht an sich reißen und damit werden die nationalen Parlamente komplett ausgehebelt. Also das, was wir noch erreichen konnten, wir mit Ihnen, mit der Bürgerbewegung auf der Straße, nämlich dass wir die allgemeine Impfpflicht verhindert haben, das wird in Zukunft nicht mehr möglich sein, weil wir einfach die Macht nicht mehr dazu haben. Wir, das muss man sich mal vorstellen, wir sind die von Ihnen gewählten Abgeordneten. Wir sollen Sie im Bundestag vertreten, aber wir nehmen diese Aufgabe nicht wahr. Wir geben sie einfach weiter an eine globale Institution, die zu 80% privat finanziert wird und niemals demokratisch legitimiert wurde. Sie wurde nämlich nicht gewählt. An eine solche Institutionen geben wir zukünftig alle Macht ab. Ein Herr Tetros wird dann darüber bestimmen, ob in irgendeinem Land eine Pandemie ausbricht. Er wird das selber entscheiden können und dann auch noch die Maßnahmen festlegen, die dagegen getroffen werden sollen. Mir ist noch nicht ganz klar, Christine, vielleicht weißt du da mehr, wie man das dann umsetzen will. Dann muss man ja wahrscheinlich auf die nationale Legislative zurückgreifen. Also das heißt, dann wird man wahrscheinlich wieder in die Länder gehen und würde dann eben die Polizei eben oder die Gesundheitsbehörden wieder veranlassen, diese Maßnahmen dann auch umzusetzen. Also ich muss sagen, ich habe für mich selber eine Erklärung dafür gefunden, warum man das tut, warum man sich freiwillig praktisch der Macht berauben lässt, die wir ja doch haben im Bundestag. Ich glaube, der Grund ist, weil man die Verantwortung eben nicht mehr übernehmen will. Man will die Verantwortung nicht übernehmen und gibt sie ab. Das ist für mich die einzige Erklärung dafür, warum man das tut. Denn wenn man Verantwortung übernimmt, muss man auch damit rechnen, dass man irgendwann eben zur Rechenschaft gezogen wird. Aber trotzdem, egal wie Sie es jetzt machen, wir hoffentlich können eines Tages dafür sorgen, dass das geschieht, dass wir die Leute zur Verantwortung ziehen werden. Was mich auch ein bisschen erschreckt hat, das ist dieser One-Health-Ansatz, den man da in diesem WHO-Vertrag findet. Das heißt also eine globale Gesundheit. Das ist ja auch die Begründung dafür, warum man es jetzt der WHO überträgt, weil ja eben Pandemien nicht an den Grenzen aufhören. Aber das ist natürlich völliger Blödsinn. Das ist eine kommunistische Gleichmacherei, wie wir sie jetzt schon in allen gesellschaftlichen Bereichen erleben können. Als Individuen, wir alle sind einzigartig. Es gibt keine Kopien von uns. Und deshalb muss man auch einzigartig die Patienten betrachten und behandeln. Es gibt keine einheitliche Behandlung. Und deshalb, dafür steht jedenfalls auch die AfD, müssen wir insgesamt zurück zur ganzheitlichen Betrachtung des Menschen. Wir sind keine Maschinen und unsere Organe sind keine Ersatzteile, die man einfach beliebig austauschen kann. Wir sind die Summation aus Körper, Seele und Geist. Und das wurde in der Vergangenheit immer weiter zurückgedrängt. Dieser ganzheitliche Ansatz, den gibt es förmlich gar nicht mehr. Aber wir müssen genau zu diesem Ansatz zurück. Und wir müssen vor allen Dingen auch dazu zurück, dass die Menschen wieder
durch die Ärzte eine Heilung erfahren und nicht nur eine Behandlung von Symptomen durch Dauermedikation. So ist es doch im Moment. Wenn ich allein sehe, wie viele Medikamente mein Mann nimmt, frühs, mittags, abends, kein Mensch kann mir klar machen oder kann mir bestätigen oder kann behaupten, kein Arzt, dass er weiß, wie diese verschiedenen Medikamente im Körper zusammenkommen und zusammenwirken sollen. Also dass diese Interaktionen der vielen Medikamente, die kann niemand kennen und niemand wissen. Und es kann auch nicht die Lösung sein. Es kann nicht die Lösung sein. Die einzigen, die davon profitieren, das ist die Pharmaindustrie, niemand sonst. Aber jetzt möchte ich gerne noch von ein paar Sachen berichten, die wir letzte Woche im Bundestag besprochen haben. Das passt gut, denn die CDU hatte einen eigenen Antrag zu diesem WHO-Pandemievertrag eingebracht. Sie unterstützt dieses Vorhaben natürlich vollumfänglich. Die begrüßen diesen Pandemievertrag. Sie freuen sich darüber, dass die WHO mehr Kompetenz bekommt. Und sie schrieben in diesem Antrag unter anderem, sie wollen gegen Fehlinformationen und Hassrede vorgehen. Ich war dazu ausgesucht von unserem Gesundheitsausschuss, von unserem Gesundheitsarbeitskreis, diese Rede zu halten. Ich hatte 3 Minuten. Was soll man in 3 Minuten zu so einem wichtigen Thema sagen? Das heißt also, deshalb bereite ich mir auch wirklich die Rede immer vor, damit ich das Wesentliche, was ich sagen möchte, auch darin tatsächlich zum Ausdruck bringe. Und ich bin darauf eingegangen, und habe die CDU und die gesamte Regierung daran erinnert, dass die größten Fehlinformationen und die schlimmste Hassrede von Ihnen selber ausgegangen ist. Denken Sie daran, an die Lüge. Denken Sie an die Lüge von den überlasteten Krankenhäusern, von der Überlastung der Intensivstationen. Nichts hat gestimmt. Sie waren unterausgelastet. Denken Sie an die Lüge von der Übersterblichkeit durch Corona. Auch das hat nicht gestimmt. Jetzt haben wir eine Übersterblichkeit. Seit 2022, sogar schon, glaube ich, seit 2021. Dieses Thema wird nicht angefasst, auch nicht im Gesundheitsausschuss. Wir haben eine Anhörung gefordert zum Thema Übersterblichkeit. Es wurde abgelehnt. Man will das gar nicht wissen, denn das war die 3. größte Lüge aller Zeiten, dass die Impfung wirksam und sicher sei. Das war die größte Lüge. Und das hat viele Menschen dazu gebracht, im Vertrauen auf die Wahrheit der Aussage, sich eben diese Geninjektion geben zu lassen. Und viele haben damit die größten gesundheitlichen Probleme bekommen und etliche haben auch ihr Leben lassen müssen. Das ist definitiv so und zurückzuführen auf diese Impfung. Jetzt hat man das übrigens auch erkannt, auch der Herr Lauterbach gibt ja jetzt zu, dass es diese Impfschäden gibt, aber natürlich nur ganz wenige. Das meiste ist ja Long-Covid, das wissen Sie ja. Also alles, was jetzt auch als Impfschäden auftritt, wird aber unter Long-Covid verbucht. Es ist ja nicht so ganz falsch, weil die meisten, die diese Impfung erhalten haben, ja tatsächlich auch Corona bekommen haben. Also sie haben ja trotzdem diese Infektion bekommen und sind dann daran erkrankt. Ich hoffe sehr für alle Betroffenen, dass es demnächst ein einfaches Verfahren geben wird, mit dem man nachweisen kann, ob eben die Erkrankung tatsächlich jetzt durch Corona, die gibt es natürlich, die Erkrankung, oder eben durch die Impfung entstanden ist. Es geht um Entschädigung, es geht um Anerkennung der Impfschäden. Das ist ganz wichtig. Und Sie wissen das wahrscheinlich auch, wir hatten ja dieses tolle Pathologieinstitut hier in Reutlingen. Der Professor Burkhardt ist ja leider verstorben, aber diese Laborarbeit wird fortgesetzt in Berlin und die sind dran, hoffentlich bald ein einfaches Verfahren entwickeln zu können, um diesen Unterschied feststellen zu können. Für alle Betroffenen ist das absolut wichtig. Ja, und dann haben Sie noch davon gesprochen in Ihrem Antrag, dass die Datenauswertung und Sammlung und dann Auswertung ja absolut wichtig ist. Dabei haben Sie es bis heute nicht mal in Deutschland geschafft, die Daten zu den Impfschäden zu sammeln. Die Ärzte sind verpflichtet, es gibt eine Gebührennummer, die man abrechnen kann bei einem Impfschaden.
Und diese Gebührennummer wurde abgerechnet, wurde gemeldet an die entsprechenden kassenärztlichen Vereinigungen. Und die haben das bis heute nicht geschafft, diese Daten weiterzugeben an das RKI oder an das Paul-Ehrlich-Institut. Glauben Sie das wirklich? 2025 wollen Sie mit der elektronischen Patientenakte beginnen. Also es hieß, es gibt praktisch Probleme bei der Übertragung der Daten. Nie im Leben glaube ich das. Ich glaube, die wissen schon, wie die Daten ausfallen und wie schlimm das wirklich ist mit den Impfschäden. Und deshalb geben Sie die Daten nicht raus. Das ist meine Vermutung. Und da reden Sie davon, dass Sie das jetzt global machen wollen, also die Daten sammeln und auswerten. Und ja, alles andere habe ich schon erwähnt. Die Meldungen zu den Impfnebenwirkungen finden nicht statt. Die Übersterblichkeit wird nicht untersucht. Dann hatten wir ein zweites, so viel jetzt erstmal kurz zur WHO und auch zu Corona. Sie können ja da nach wie vor Fragen stellen, wenn Sie da noch tiefgründigere Informationen haben wollten. Das zweite interessante Thema letzte Woche war die Legalisierung von Cannabis. Und ich muss sagen, das war das erste Mal, dass ich eine wirklich angeregte Diskussion auch im Gesundheitsausschuss erlebt habe, weil wir zum ersten Mal auch Verstärkung hatten durch die CDU, die da auch vehement dagegen geht, und auch einige Abgeordnete von den anderen Fraktionen, nicht alle hinter diesem neuen Gesetz stehen. Wir wissen, dass eine dauerhafte Einnahme, eine regelmäßige Einnahme über einen längeren Zeitraum eben zu wirklich schwerwiegenden Schäden führt, ganz besonders bei Jugendlichen, bei denen die Gehirnentwicklung noch nicht abgeschlossen ist. Es ist bekannt. Es gab eine Anhörung dazu, da war ich jetzt nicht vor Ort, aber ich weiß von meinen Kollegen, dass fast alle Experten, die da gehört wurden, diese Legalisierung abgelehnt haben. Und trotzdem wird sie mit Gewalt umgesetzt. Ich weiß nicht, wer es gesehen hat. Ich habe dann eine Zwischenintervention gemacht, nachdem der Herr Lauterbach meine Zwischenfrage abgelehnt hatte. Und dann habe ich den Herrn Lauterbach etwas gefragt, was mich wirklich beschäftigt, weil ich ja schon 5 Jahre im Landtag war und wir haben im Landtag immer Besuchergruppen von Schulen, Schulklassen, und es gab keine einzige Schulklasse, die mir diese Frage nicht gestellt hat, wie wir zur Legalisierung von Cannabis stehen. Das hat mich schon die ganze Zeit im Landtag beschäftigt und jetzt natürlich umso mehr. Und deshalb habe ich den Herrn Lauterbach gefragt: Herr Lauterbach, wir befinden uns im besten Deutschland aller Zeiten, wird uns ja immer wieder gesagt. Warum wollen dann junge Leute praktisch der Realität entfliehen, in eine Traumwelt hineingehen, wenn es ihnen doch angeblich so gut geht? Und ich habe die Frage fast selbst beantwortet, denn ich habe gesagt, meiner Meinung nach liegt es daran, dass mit der gesamten gesellschaftlichen Entwicklung in Deutschland etwas nicht stimmt, dass die jungen Leute überhaupt keine Zukunft mehr sehen und in der Realität im aktuellen Leben schon nicht mehr glücklich sind. Und das ist ein absolutes Armutszeugnis für ein Land wie Deutschland. Er hat natürlich die Frage nicht beantwortet. Er hat sie beantwortet, er hat mir sogar recht gegeben, das habe ich noch nie erlebt, aber nur, weil er das auf irgendein anderes Argument bezogen hat. Also entweder hat er es nicht verstanden oder hat bewusst die Frage umgangen sozusagen. Dann, was ganz wichtig ist, was ich auch schon am Rande angesprochen habe, was jetzt auf alle zukommt, zumindest erstmal auf die gesetzlich Versicherten, das ist ja das Vorantreiben der Digitalisierung in der Gesundheitswirtschaft. Wir reden nicht mehr von einem Gesundheitswesen, wir reden inzwischen von einer Gesundheitswirtschaft. Allein da müsste es ja bei uns schon mal klingeln, wohin man das Gesundheitswesen gebracht hat, dass die Privatisierungen immer mehr werden und wirklich, das ist unser Slogan, es ist zwar ein linker Slogan, aber mittlerweile ist es auch unser Slogan, dass man sagen muss, nein, stopp, wir wollen keine weiteren Privatisierungen, denn Gesundheit darf nicht zur Ware werden. Wenn ich in ein Krankenhaus gehe, dann möchte ich sicher sein, dass ich da die optimale Behandlung bekomme, die ich brauche in dem Moment, und nicht die dem Krankenhaus das meiste Geld einbringt sozusagen. Das darf nicht sein. Und deshalb müssen Sie sich sehr gut überlegen, ob Sie dieser Freigabe Ihrer persönlichen Daten, die jetzt ab
dem Januar 2025 automatisch erfolgen wird durch die elektronische Patientenakte, ob Sie dieser Freigabe tatsächlich zustimmen wollen. Also in dieser elektronischen Patientenakte werden dann alle Ihre gesundheitlichen, Ihre sensiblen Daten gespeichert. Und ich kann Ihnen versichern, wenn Sie einmal im Netz sind, dann sind Sie praktisch überall. Es gibt schon genug Beweise dafür, es gibt schon genug Tatsachen, dass wirklich Gesundheitsdaten gehackt wurden und das alles dann letzten Endes im Netz verbreitet wurde. Es gab sogar schon Erpressungsversuche deswegen. Also darüber muss sich jeder ernsthaft Gedanken machen. Die Privatversicherten sind wohl noch davon ausgenommen. Da ist es noch in der Diskussion im Moment, ich bin auch privatversichert, für uns noch freiwillig. Aber für alle anderen ist es zwingend notwendig, dass sie aktiv sagen, ich möchte das nicht. Das ist nämlich das sogenannte Opt-out-Verfahren. Wenn sie es nicht tun, wenn sie nicht widersprechen, sind ihre Daten automatisch im Netz. Wir, das sage ich noch abschließend, als AfD, wir lehnen das ab. Wir sind der Meinung, dass auch weiterhin dieses Arzt-Patient-Geheimnis gelten muss, dass die Schweigepflicht des Arztes wichtig ist. Die besteht seit Tausenden von Jahren, weil es eben niemand anders was angeht, was ich habe oder auch nicht habe, wie es mir geht oder auch nicht geht oder schlecht oder gut geht. Es geht niemandem was an. Das ist ein Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient und so soll es auch bleiben. Wir präferieren, dass auf dieser normalen Krankenkassenkarte Notfalldaten gespeichert werden, also die Blutgruppe zum Beispiel oder Allergien, der Medikamentenplan und eine Patientenverfügung. Und damit sind Sie abgesichert, wenn Sie wirklich als Notfall in ein Krankenhaus kommen, irgendwo aufgelesen werden sozusagen nach einem Verkehrsunfall. Wenn auf dieser Karte diese Daten drauf sind, ist alles sicher für Sie. Das ist mein Appell. Überlegen Sie sich gut, wie Sie mit diesen Daten umgehen. Ein letztes noch. Mich hat mal interessiert, warum die plötzlich, es ist ja auch auf EU-Ebene, ja, also da ist es ja genauso, warum die auf einmal so ein großes Interesse haben an unseren Gesundheitsdaten. Und da habe ich tatsächlich eine Zahl gefunden, den Wert der Gesundheitsdaten. Der wurde in einer Mitteilung der Kommission an das Europäische Parlament und den Rat beziffert mit jährlich 25 bis 30 Milliarden Euro. Deshalb wissen Sie, warum man so scharf auf unsere Daten ist, weil man sie wirtschaftlich gut verwenden kann. Und damit möchte ich jetzt auch an dieser Stelle enden und wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung. Aber ich möchte unbedingt das nochmal aufgreifen, was Christine schon angesprochen hat. Die Entwicklung erscheint furchtbar, sie erscheint erdrückend und man fühlt sich hilflos und ohnmächtig. Mir geht es jedenfalls oft so. Und wir können das nur abwenden noch, wenn es in der ganzen Gesellschaft eine Bewusstseinsänderung gibt. Und die können wir nur erreichen, wenn die Leute begreifen, überhaupt erst mal realisieren, was da auf sie zukommt. Die Masse hat es noch nicht verstanden, weil sie eben täglich diese Mainstream-Medien sehen. Ach, das habe ich noch vergessen an der Stelle. Das muss ich jetzt noch sagen, muss ich auch noch mal allen alternativen Medien danken. Auch gerade, weil sie dieses Corona-Symposium aufgenommen haben und verbreitet haben. Sonst wäre es überhaupt nie in der Bevölkerung angekommen, denn von den normalen Medien war niemand vor Ort. Sie haben sich dann nur erdreistet, einen ganz negativen Bericht darüber zu bringen, in dem es wieder hieß, dort wurden Verschwörungstheorien verbreitet, das Gleiche immer. Also danke an alle alternativen Medien und meine Aufforderung an Sie, schalten Sie den Fernseher ab und informieren Sie sich über diese tollen alternativen Medien, die es in Massen gibt. Vielen Dank. So, bevor wir im Programm fortfahren, mir wurde geflüstert, dass wir sogar Lokalprominenz heute hier im Saal haben. Und zwar ist der Herr Rüdiger Kloß, der Landtagsabgeordnete und Wahlkreisabgeordnete, hier zugegen. Ich bitte Sie um einen kräftigen Applaus. Rüdiger, wenn du ganz kurz aufstehen könntest, damit die Leute wissen, dass nicht nur auf der Bühne Prominenz vertreten ist, sondern auch hier im Saal. Vor ein paar Tagen las ich in der Bild-Zeitung, dass Frauen
mit Gips aus ihren Vulven Abdrücke machen, damit man damit sein Zuhause dekorieren kann. Meine erste Überlegung war, hat die Bild-Zeitung denn diese Frauen überhaupt gefragt, ob sie sich als Frauen fühlen? Denn wir haben ja gelernt, eine Vulva oder ein Penis ist kein unbedingt ausschlagendes Merkmal, weil sie können sich ja auch noch in viele andere Richtungen entscheiden. Und um mal bei den Geschlechtszuweisungen so ein bisschen zu bleiben, Sie hören ja immer, die AfD ist eine alte weiße Männerpartei. Das haben Sie heute Abend ganz typisch auf dem Podium gesehen, mit mittlerweile 3 Frauen, die hier oben standen und den letzten Mann, den ich heute mit auf die Bühne bitten darf, falls er sich denn als Mann fühlt. Vorhin hat er es mir noch versichert, aber das wird er Ihnen sicher gleich selbst beantworten. Ja, und da wir bei der AfD keine Quoten haben, hat natürlich auch der Hahn im Korb heute eine Chance zu krähen und darf auf die Bühne kommen. Und dann stelle ich Ihnen ganz kurz unseren Dr. Dirk Spaniel auch noch vor, damit Sie wissen, wen Sie vor sich haben. Er wurde in Marburg geboren, ist verheirateter Familienvater, hat ein Studium des Chemieingenieurwesens an der TU Clausthal abgeschlossen, später ein Studium des Maschinenbau in Aachen. Er hat dann auch seine Dissertation im Maschinenbau bei Daimler Chrysler gemacht und bevor er zu uns für die AfD in den Bundestag ging, war er Leiter für Fahrdynamik ebenfalls bei Daimler Chrysler in Sindelfingen. Ein bisschen Sport macht er auch und zwar ist er Mitglied im Hochseesportverband Hansa e.V. Also lieber Dirk, ich hoffe, du fühlst dich bei der Frauenpower hier oben wohl. Komm hoch. Ja, liebe Damen und Herren, da bin ich heute mal der Quotenmann, dass man das in der AfD ist, ja auch eine tolle Sache, freut mich ganz besonders. Ja, ich freue mich, dass wir hier so ein volles Haus haben. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das hätte ich hier in Drossingen gar nicht unbedingt erwartet. Und es zeigt mir aber, dass sich etwas fundamental ändert in der Wahrnehmung, wie unsere Partei mittlerweile in der Gesellschaft angekommen ist. Und da möchte ich nochmal einen herzlichen Dank aussprechen, dass Sie den Mut aufbringen, zu unseren Veranstaltungen zu kommen. Das gibt uns die Kraft, die Politik für Sie auch wirklich zu machen. Und ich will auch gleich mal auf meine beiden Vorrednerinnen kommen. Zwei Sachen haben mich hier beeindruckt. Und zwar ist es so, nicht nur, dass die beiden charmanten Damen hier unsere Politik vertreten im Bundestag und im Europaparlament, aber es sind zwei Dinge, die ganz wichtig sind, die Sie sich auch hier für meinen Vortrag nochmal kurz merken müssen. Christine Andersson hat erzählt, dass in der EU keine Demokratie herrscht, weil das EU-Parlament erstens nicht demokratisch zusammengesetzt ist und die Bevölkerung der EU abbildet und zweitens das EU-Parlament ein weitgehend zahnloser Tiger ist, der die Gesetze von der Europäischen Union kriegt. Jetzt darf ich Ihnen was verraten. Alle wichtigen Gesetze im Deutschen Bundestag, die wir auf den Tisch kriegen, ungefähr 70% sind das, alle wichtigen, wirklich relevanten Gesetze, komme ich gleich zu, die kommen aus der EU. Wenn also in der EU keine Demokratie ist, wo kommen diese Gesetze dann her, die wir eigentlich nur abnicken können? Und manchmal kriegen wir die Gesetze so zur Kenntnis, dass sie gar nicht mehr drüber debattieren können, weil es schon die Einspruchsfrist vorbei ist. Es ist tatsächlich so, zum Beispiel beim Verbrennungsmotorverbot, ja, bei der CO2-Gesetzgebung der Europäischen Union, da kriegen sie das auf den Tisch und können im Deutschen Bundestag eigentlich gar nicht mehr richtig beraten, weil das Gesetzgebungsverfahren schon weitgehend abgeschlossen ist. Also so viel zum Thema Demokratie in Europa, Demokratie hier in Deutschland. Viele parlamentarische Vertreter haben gar keine echte Eingriffsmöglichkeit mehr. Und das Zweite, das hast du auch gesagt zum Thema Cannabis, das kommt ja erst in den Gesundheitsausschuss und dann kommt es nochmal in den Verkehrsausschuss, weil da geht es nämlich darum, wie wir mit dem Cannabiskonsum im Straßenverkehr umgehen. Und da kann ich Ihnen nur eins sagen, in einem Land, in dem Sie die Realität nicht mehr ertragen können, da geben Sie die Drogen frei. Und Das muss uns klar sein, diese Dinge gehören zusammen. Erstens der Abbau von Demokratie und zweitens
der nicht mehr ertragbare Zustand. Und das ist, sage ich jetzt mal so, das ist auch in der Vergangenheit, gibt es ein Buch, ich sage Ihnen das ganz ehrlich, als ich 1984, also nicht 1984, habe ich 1984 gelesen, weiß ich jetzt gar nicht, wann ich es gelesen habe, aber 1984 ist die schlimme Version, die vermeintlich schlimme Version. Es gibt noch eine andere Version dieser Zukunftsprojektion, der Zukunftsdystopie. Und das ist Schöne neue Welt, im Englischen Brave New World. Wenn Sie das Buch lesen und das mit heute vergleichen, gut, es ist schon vorher geschrieben worden, es ist vor 1948 geschrieben worden, also Orwell hat ja 1984, 1948 geschrieben und Brave New World ist, ich glaube, in den 30er oder 20er Jahren geschrieben worden. Das entspricht ziemlich genau dem, wo wir hier hinlaufen. Eine Welt, in der die Menschen im Grunde genommen von Anfang an in einer Fantasiewelt leben und mit Drogen und Demokratieentzug immer ihre Geschichte oder ihr Leben gestaltet wird. Sie können sich fast gar nicht mehr frei entscheiden. Und das hat mir große Sorgen gemacht. Und jetzt sage ich Ihnen noch was, was hat das mit Verkehrspolitik zu tun? Ich bin ja der verkehrspolitische Sprecher im Deutschen Bundestag. Unsere Verkehrspolitik ist fundamental anders als die Politik aller anderen Parteien. Und das hat eben etwas damit zu tun, wir wollen die Mobilität und die Freiheit der Menschen erhalten. Und das ist der zentrale Punkt, der bei uns anders ist. Bei uns sollen sie selber entscheiden können, wann und wo sie hinfahren oder sich hinbewegen. Und das setzt voraus, dass sie sich alle ein eigenes Auto leisten können. Und dafür kämpfen wir. Im Bundestag gibt es ja immer die Diskussion, Sie erinnern sich, wie kam das 9-Euro-Ticket, ja, wie kam das 49-Euro-Ticket auf? Das 49-Euro-Ticket kam auf, als Autofahren auf einmal für viele unbezahlbar wurde. Und da hat man gesagt, ja, wir dürfen nicht nur die Spritpreise reduzieren, nein, wir müssen den Menschen auch ein billiges Nahverkehrsticket, ÖPNV-Ticket geben. Unsere Politik war damals die, dass wir gesagt haben, wir wollen nicht, dass die Menschen in diesem Land, vor allen Dingen die, die den ÖPNV gar nicht nutzen können, hier auf dem Land beispielsweise. Mich würde mal interessieren, wer von Ihnen ist hier mit öffentlichen Verkehrsmitteln? Das ist stark. Das muss ich Ihnen jetzt ehrlich sagen, das habe ich noch nie erlebt. Ich sage das jetzt mal für die Kamera, hier geht von den 100 Händen keine einzige hoch. Was meinen Sie, wie Sie hergekommen wären, wenn Sie kein Auto gehabt hätten? Ja, die allermeisten nämlich gar nicht. Und wissen Sie, warum Sie jetzt zukünftig kein Auto haben sollen? Genau deshalb. Wenn Sie nämlich ein eigenes Auto haben, sind Sie gefährlich für eine Regierung, die alles unter Kontrolle haben will. Und das ist genau der Grund, weshalb irgendjemand auf die Idee gekommen ist, Scheiße, der Gottlieb Daimler, der hat damals die Mobilität für alle ermöglicht, indem er dieses Auto erfunden hat. Und da gibt es einen Spruch von einem Verkehrsforscher. Den hat er sich mal verplappert im Verkehrsausschuss, im Bundestag hat er gesagt, öffentliche Verkehrsmittel waren toll. Jeder fand die Eisenbahn und öffentliche Verkehrsmittel total geil. Und dann hat irgendein Arschloch das Auto erfunden. Das hat er wirklich so gesagt, war leider nicht öffentlich. Ja. Ich glaube, das Schimpfwort hat er jetzt nicht verwendet, aber er hat so in die Richtung gesagt, ja, nicht, er hat auch nicht Depp gesagt, also lief in die Richtung. Fakt ist, mit dem Auto haben wir etwas erreicht. Mit dem Auto haben wir erreicht, dass auch Menschen mit nicht so hohem Einkommen praktisch eine unendliche Freiheit genießen können. Und diese unendliche Freiheit, sich ins Auto zu setzen, heute Abend, nach dieser Veranstaltung, warten Sie die Fragerunde noch ab, nach dieser Veranstaltung sich ins Auto zu setzen und nach Portugal zu fahren. Das können Sie machen. Sie werden morgen Mittag ankommen, morgen Abend ankommen, sowas, ne? Günther hat es schon gemacht, ne? Ja. Wenn Sie durchfahren, kommen Sie an. Ja. Fakt ist, versuchen Sie das mal mit öffentlichen Verkehrsmitteln und Ihrer Familie. Völlig ausgeschlossen. Zumindest für die meisten Menschen, die sich nicht im Privatjet leisten können oder die nicht über Flugverbindungen verfügen. Und weil das so ausgeschlossen ist, ist das Auto, auch wenn Sie es nicht machen, Sie müssen es nicht machen, aber Sie könnten es machen. Und deshalb ist das Auto so wichtig. Und es ist vor allen Dingen wichtig, dass nicht nur wenige Privilegierte das Auto fahren können, sondern dass alle dieses Auto fahren können, die das wollen. Und unsere Politik ist, dass das so bleibt.
dass sie alle mit ihrem Auto hinfahren können, wann und wo sie wollen und mit wem sie wollen. Und deshalb stehen wir, ich sage das jetzt mal ganz hart, stehen wir für den Erhalt des Verbrennungsmotors. Ich bin Ingenieur. Im Ingenieur ist es relativ egal, ja, wie man ein billiges Autofahren für jeden ermöglicht. Und ich sage Ihnen auch, vielleicht ist es möglich, dass man in wenigen Jahren sehr günstige Elektroautos hat, mit denen eine ähnliche Freiheit auch möglich ist. Heute ist das schon möglich, mit sehr teuren Elektroautos. Es gibt Elektroautos, die fahren 800 Kilometer. Klar. Die können sich aber die meisten von Ihnen oder fast alle von Ihnen überhaupt nicht leisten. Und ich sage Ihnen noch was Bitteres. Das ist ja gar nicht das ganze Thema. Das zweite Thema ist nämlich noch, diese Elektroautos, die brauchen eine Ladestation. Und jetzt gehen Sie mal bitte in sich und jeder sollte mal drüber nachdenken, wer hat denn eine Ladestation daheim oder wer wird sie denn in Zukunft haben? Das ist so wie mit dem Handy. Wer von Ihnen teilt sich das Ladegerät mit der ganzen Familie, hat kein eigenes? Wer von Ihnen hat ein Ladegerät? Eins, mindestens eins. Können Sie mal kurz die Arme heben? Ein Ladegerät? Okay, jetzt mal kurz runter. Wer von Ihnen hat mehr als ein Ladegerät? Merken Sie was? Brauchen Sie doch überhaupt gar nicht. Sie können doch an das Schnellladegerät von Ihrem Familienmitglied gehen und sich da mal schnell das Ladegerät teilen. Wer von Ihnen sich sein Ladegerät mit den Familienmitgliedern oder Freunden teilt, der hat das Potenzial, auch zukünftig Elektroauto zu fahren. Weil er nämlich sein Leben organisieren muss. Weil er nämlich planen muss, wann und wo er sein Auto lädt. Und allermeisten von Ihnen werden nicht die Freiheit haben, die sie heute haben. Und weil diese Ladeinfrastruktur das entscheidende Argument für die Freiheit ist, die immer verfügbare Energie, mit der Sie Ihr Auto laden, weil diese Ladeinfrastruktur das Entscheidende ist, geht mit dem Verbrennungsmotor und der nicht kommenden Ladeinfrastruktur, die werden Sie nicht kriegen, nicht jeder von Ihnen wird eine Ladestation haben, mit dem Verbrennungsmotor geht die freie Nutzbarkeit Ihres Autos. Deshalb sind wir dagegen, nicht aus technischen Gründen. Und jetzt kommt das ökologische Argument. Das ökologische Argument ist ja immer, wir müssen CO2 reduzieren. Ja, wir müssen CO2 reduzieren. Gibt es ein einfaches Argument dagegen? Überlegen Sie mal, wir haben heute eine Einspeisung in das Netz von Wind- und Sonnenenergie und auch Biogas. Und die Einspeisung in das Stromnetz ist ja heute nicht so, dass am Ende diese Energien komplett ausreichen, sondern es wird immer noch irgendwo ein Kraftwerk angeworfen. Jetzt denken Sie mal darüber nach, was passiert eigentlich, wenn nur hypothetisch Sie alle morgen Elektroauto fahren und gerade dunkel und Flaute ist. Was passiert denn dann? Dann bricht vielleicht zusammen, Sie fahren dann eben nicht Elektroauto, sondern gehen zu Fuß. Ja? Nein, in allermeisten Fällen wird ein Kohle- oder Gaskraftwerk angeworfen. Nachdem wir die Russland-Sanktionen haben, wird es ein Kohlekraftwerk sein. Und das heißt, und da gibt es auch schon wissenschaftliche Studien, diese Geschichte, dass Sie mit einem Elektroauto die CO2-Emissionen reduzieren, das stimmt zwar für einige Länder, nämlich für die Länder, die Kernenergie nutzen, oder für die Länder, wo sie Windenergie oder Photovoltaik wirklich haben, Afrika, also die Länder, wo man gerade Elektromobilität besonders vorantreibt. Ne? Also in diesen Ländern können sie das nutzen und auch CO2-neutral, aber eben nicht in Deutschland. In Deutschland werden wir durch Elektromobilität, das sagen alle seriösen Studien, gerade eben nicht den Strom mit Kohleenergie und mit Gasenergie oder mit Biogas, werden wir ganz sicher nicht diesen Strom reduzieren. Infolgedessen machen sie gar nichts für die Umwelt. Sie machen nur was dafür, dass gewisse Personen davon wahnsinnig profitieren, weil sie hier die Subventionen abgreifen und sie reduzieren in Summe ihre Freiheit. Und deshalb sind wir dagegen, aus technischen Gründen, sogar aus CO2-Reduktionsgründen. Es ist einfach nur ein großes Märchen. Es gibt kein sachliches Argument für die Einführung von Elektromobilität. Es gibt aber ein Verbot auf europäischer Ebene von Verbrennungsmotoren.
Und das führt dazu, dass viele Autohersteller in Deutschland umstellen müssen, weil sie gar nicht anders können. Sie müssen umstellen auf Elektromobilität. Jetzt sind wir hier in Baden-Württemberg. Es hat auch große Konsequenzen für Sie. Ich weiß nicht, wer von Ihnen arbeitet bei einem Automobilunternehmen oder einem Zulieferer. Oder hat zumindest Familienangehörige, die da sind. Das sind schon eine ganze Menge. Sie müssen eins wissen. Elektroautos werden heute zwar in Deutschland gebaut, aber der Strom in Deutschland ist sehr teuer. Und wenn ich eine Batterie in Deutschland herstelle, die einen wahnsinnigen Energiebedarf hat, so eine 60 Kilowattstunden Batterie, die braucht so ungefähr 10.000 Kilowattstunden Strom, nur für die Produktion. Und wenn Sie dann die deutschen Energiekosten sich angucken, dann stellen Sie fest, die sind 3, 4, 5 Mal so hoch, zukünftig vielleicht sogar noch höher, als beispielsweise in China. Jetzt können wir uns alle überlegen, wo kommt diese tupfengleiche Batterie aus China auf dem Weltmarkt oder wie will unsere deutsche Batterie mit der Batterie aus China konkurrieren? Ich sage Ihnen mal, die Unterschiede sind ein paar tausend Euro für jede Batterie. Das wird nicht funktionieren. Diese Batterien werden nur mit deutschen Steuergeldsubventionen in Deutschland hergestellt. In allermeisten Fällen kommen diese Batterien aus Ländern, wo die Energie wahnsinnig günstig ist. Und das bedeutet, dass die Arbeitsplätze, die heute an der Herstellung von Verbrennungsmotoren hängen, nicht zur Herstellung von Batterien übergehen werden, sondern diese Arbeitsplätze, und da gibt es Studien, dass das ungefähr 40% der Arbeitsplätze sein werden in der Autoindustrie, 40% dieser Arbeitsplätze verschwinden. Und ich war auf einer Veranstaltung hier in der Landesvertretung von Baden-Württemberg in Berlin, war ich auf einer Veranstaltung, da hat doch einer im Auftrag von unserem Ministerpräsidenten, The Land war so eine Veranstaltung, ja, was haben wir zu befürchten, was passiert denn da mit der Autoindustrie, doch einer hat tatsächlich gesagt, ein Unternehmensberater hat sich hingestellt und hat gesagt, ein Transformationsberater hat sich hingestellt und hat gesagt, das ist gar nicht schlimm, weil dann haben wir ja auch keinen Fachkräftemangel. Die verschwinden nämlich auch gerade genau um den gleichen 40%. Wenn Sie mit solchen Leuten zusammenarbeiten und sich solche Tipps anhören, dann wissen Sie, auf welchem geistigen Niveau die Zukunft unseres Landes momentan diskutiert wird. Wir sind die Einzigen, die sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir wollen weder einen Fachkräftemangel akzeptieren, noch wollen wir die Arbeitsplätze um 40% reduzieren. Wir wollen, dass unsere Unternehmen in diesem Land nach wie vor Arbeitsplätze erhalten können, wettbewerbsfähig produzieren. Und wir wollen Gesetze, die das verhindern, abschaffen. Punkt, aus, Ende. Und jetzt sage ich Ihnen mal, wie wir das machen. Ich habe ja gesagt, die kommen aus der EU. Ich sage Ihnen das mal ganz einfach. Wir haben auch eben von der WHO diskutiert. Ein souveränes Deutschland wird in der Europäischen Union sich hinstellen und sagen, da machen wir nicht mit. Ein deutscher Verkehrsminister von der AfD wird Wege finden, ich will es Ihnen nicht genau sagen, wie man es machen kann, ja, wird Wege finden, aber ich kann Ihnen eins versichern, wir haben einen Plan und wir wissen, wie wir das machen, wird Wege finden, dass auch in Deutschland verbrennungsmotorische Fahrzeuge für ganz Europa zugelassen werden können. Das kann uns keiner verbieten. Und wenn uns das jemand verbietet oder das versucht, dann werden wir in der Europäischen Union das Ganze neu verhandeln. Und dann sehen wir mal, welche Verhandlungsmacht die stärkste Wirtschaftsmacht in Europa, in der Europäischen Union hat. Und ich kann Ihnen eins versichern, das wird nicht zum Nachteil von Deutschland ausgehen. Ganz sicher nicht. Das machen wir vielleicht nicht für die deutsche Autoindustrie. Die deutsche Autoindustrie hat damit unterm Strich gar kein Problem, wenn sie umstellt auf Elektromobilität und die Arbeitsplätze in Deutschland abbaut. Das ist eine Politik, die machen wir nicht für die deutsche Wirtschaft, für die deutsche Autoindustrie. Das ist eine Politik, die machen wir für die Bürger in Deutschland, um deren Arbeitsplätze und deren Autos es im Endeffekt geht. Das ist der entscheidende Punkt. Und deshalb gibt es keine Autoverbände, die sich hier groß hinstellen und hier uns protegieren, weil wir das wollen. Nein, sie müssen immer auf die Leute achten, die am Ende des Tages davon profitieren. Ein deutsches Autounternehmen profitiert nicht davon,
wenn in Deutschland die Arbeitsplätze, die hochpreisigen Arbeitsplätze erhalten bleiben, sondern mit einem guten Argument ins Ausland gehen kann. Aber ein deutscher Arbeitnehmer, der heute einen hochbezahlten Job in der Autoindustrie hat, der hat nichts davon, wenn die Arbeitsplätze hier abgebaut werden. Und wenn Sie alle sich Autofahren nicht mehr leisten können, dann ist das auch nicht das Problem der deutschen Autoindustrie. Die ist ja schon zum Teil weg. Wenn Sie sich Autofahren nicht mehr leisten können, ist das ein Problem von Ihnen. Und da gibt es jemanden in der Politik, der sagt, super, wir bauen den ÖPNV aus. Da gibt es Leute, die immer wieder zu mir kommen und sagen, Mensch, wir müssen doch nur die Bahn ausbauen. Ich will ja mal ein paar Zahlen, um Ihnen das realistisch zu sagen geben. Erstens, wo ist die Bahnanbindung an Ihren Supermarkt? Ja, wie kommen Sie zum Baumarkt mit der Bahn? Und wie transportieren Sie dann das Zeug, was Sie beim Baumarkt geholt haben, mit Bus und Bahn nach Hause? Ja, ganz einfach. Zweiter Punkt, persönlicher Transport. Super Idee. Die Deutsche Bahn funktioniert nicht. Die funktioniert sogar so schlecht, dass die meisten von Ihnen, wenn Sie die Deutsche Bahn nutzen, also ich mache das ziemlich oft, überhaupt den Unterschied gar nicht merken, wann hat der Streik eigentlich aufgehört. Und wenn Sie eine Bahn wollen, die funktioniert, wie unsere Schweizer Kollegen, dann haben wir den Schweizer Bahnchef da gehabt und er hat uns erklärt, wie das funktioniert. Er hat gesagt, ich brauche nur drei Dinge. Na, ein bisschen besser in Schweizerdeutsch. Ja, drei Dinge. Ja, erstens Geld, zweitens Geld, drittens Geld. Ja, das ist ganz einfach. Die Deutsche Bahn, die deutschen Bürger geben ungefähr 20 Milliarden, demnächst ein bisschen mehr, ja, für die Bahn aus. Das sind Subventionen. 20 Milliarden im Jahr Steuergeld. Die Schweizer geben ungefähr viermal so viel aus. Schulden und Renovierung der Bahn, Reparatur einfach weg. Das sind in Summe für Deutschland hochgerechnet 80 Milliarden. Komma, wenn wir ein funktionierendes Bahnnetz hätten, das nicht dauernd repariert werden müsste, weil man die letzten 30 Jahre versucht hat, dieses Bahnnetz auf Verschleiß zu fahren. Wenn wir das auch noch draufrechnen, na, sind wir so bei 5, 6 Milliarden Renovierungskosten, Reparaturkosten im Jahr, sind wir so bei 100 Milliarden, die uns eine funktionierende Bahn nach Schweizer Vorbild jedes Jahr kostet. Super Sache. Ist jetzt aber noch nicht ausgebaut, das Bahnnetz, ist nur vom Betrieb her funktionabel. 100 Milliarden im Jahr. Ich mache Ihnen was ganz Einfaches. Wenn Sie das wollen, ja, da gibt ja prominente Politiker, die sagen, das wollen wir. Wenn Sie das wollen, machen wir jetzt mal ein Preisschild dran. Dazu müssen wir Ihre Einkommensteuer schlicht und ergreifend verdoppeln. Und zwar auch für alle, die die Bahn heute gar nicht nutzen. So einfach ist das. Wenn Sie dazu bereit sind, dann machen wir dieses Versprechen der linken und grünen Ideologen. Wenn Sie wollen, dass wir Ihre Einkommensteuer ungefähr verdoppeln müssen, dann können wir das machen. Wenn Sie das öffentlich sagen, finden Sie kaum noch jemanden, der sagt, ja, genau, ich will diesen Weg gehen. Lassen Sie uns aufhören mit den Lügen. Politik muss endlich ehrlich werden. Politik muss Ihnen sagen, was geht und was nicht geht. Es ist eine Illusion. Und wir sind angetreten, Ihnen die Wahrheit zu sagen, was diese grünen und linken Träumereien kosten. Es ist schlicht und ergreifend nicht bezahlbar. Wir brauchen das Auto, wir brauchen auch eine funktionierende Bahn. Wir wollen auch eine funktionierende Bahn, aber die Bahn kann unmöglich den Leistungsumfang abdecken, dass Sie alle den Verzicht eines Autos, den Verzicht auf ein eigenes Auto nicht spüren werden. Das muss realistisch gesagt werden. Wir brauchen das Auto, wir brauchen den Bus, wir brauchen die Straße und die Bahn ist eine Option, eine zusätzliche Option. Die müssen wir funktionabel machen, aber mit realistischen Preis- und Leistungsvorstellungen. Das im Wesentlichen zusammengefasst ist unsere Politik, unsere Verkehrspolitik, die wir Ihnen bringen wollen. Und wir wollen, dass alles in diesem Land funktioniert, dass Sie stolz sind auf unser Land und dass Sie Ihre Freiheit behalten. Das, wie gesagt, ist unsere Politik. Vielen Dank. Ja, liebe Zuschauer, vor allem die Zuschauer am Livestream, jetzt bleibt mir nur noch, Sie ganz herzlich in Ihren Feierabend zu verabschieden. Wir werden jetzt die Live-Übertragung abschalten, weil bei uns die Fragerunde beginnt. Es wäre schön, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, aber noch besser wäre es, wenn Sie das nächste Mal vor Ort sind, damit auch Sie Ihre Fragen hier stellen können. Vielen Dank.